Ja, dann nehmen wir jetzt mal das Auto. Das war ja jetzt nicht so erfolgreich. Aber der gute Freund wartet ja auf uns. Und dann rotzen wir den einfach mal um. Haha, das war's schon. Ja, damit. Lenkwaffenchips. Okay. Was auch immer der gute Colonel damit machen will, ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen. Ja, da haben wir jetzt die Pullerei am Hintern. Schauen wir mal, wie das so läuft. Also bislang stellen die ja jetzt... Ach, das war jetzt aber gemein. Stellen die ja jetzt weniger das Problem da und der joggt einfach nur... Nein, der geht nur durch die Gegend, der Bulle. Tja. Also wirklich. Und ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten. Zack. Und rüber. Ach, verdammt. Hallo, 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 hallo. Krieg mich doch, krieg mich doch. Hol mich. Yeah, ums Eck geschlittert. Und da sind wir auch schon. Hallo Colonel, ich hab was für dich. Bitte sehr. Okay. $500, also bitte, ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um diese beschissenen Lenkwaffenchips zu besorgen. Und ich krieg $500, ich glaub's ja nicht. Egal, wir machen einfach weiter, ich habe auch zwar kaum noch Leben, aber was soll's. Die Schutzengel, was müssen wir jetzt machen? Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business. Ach nee. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over the. Ach nee. Gracias, amigo. Ach nee. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Ja, was der Typ mit der Sache zu tun hat, das haben wir schon gehört. Der ist verantwortlich für die ganze Scheiße. Nee, da war ich stehen geblieben. Ach nee. Genau. Ach nee, weil ich habe keinen Bock für Diaz zu arbeiten. Ich will ihn nicht beschützen, ich will ihn abknallen, den Vogel. Die fette Drecksau. Dieses fette Arschloch. Halt. Ach kommt, wir sind mal so frei. Gib her. Ich habe zwar gesagt, ich will nicht mit den Dingern fahren, aber ach gut, damit hat sich das auch wieder erledigt. Ach kommt, ach nee, hier. Den nehmen wir. Was? Wo? Wer? Wie? Im Hermes. Ich bin Hermes, der Götterbote. Also ich muss sagen, die Kiste ist zwar unglaublich untermotorisiert, unglaublich alt und unglaublich scheiße so vom Fahren her, aber es sieht schon ziemlich nett aus. Also ich finde den schick. Der hat Stil. So geht das hier rein. Ah ja, tatsächlich. Könntest du mal bitte die Kamera hier, Washington Nave open. Okay. Maximum Headroom 4 Meters. Ich denke, das sollten wir einhalten. Aber, ich dachte, die Amis machen es nicht so mit Metern. Egal. Oh, das sieht nach Sturmgewehr aus. Hallo. Auf den habe ich genauso wenig Bock eigentlich. Lance. Was ein knuffiger Name. Nicht. Du dummes Arschloch. Du dummes Arschloch. Töten. Töten sollte ich dich. Töten. Genau da rein. Da rein. Deine schmierige, schleimige Scheißfresse. Du bist dumm, du bist hässlich, du bist ein Arschloch. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich muss aber. Neuen Wagen hast du dir zugelegt, wie ich sehe. Hat er viel gekostet? Oder ist das der alte, den du repariert hast? Huch. Das war ja gar nicht mit Absicht. Huch, wie konnte das nur passieren? Huch, ich glaube, ich habe eine Tür verloren. So ein Ärger. Ja, dann wollen wir mal.
Nö. Also zumindest gut fahren tut die Karre ja. Die hat vor allem eine wunderschöne, ups, eine wunderbare Straßenlage, dadurch, dass die so breit ist. Also der Infernus hier, der kippt definitiv nicht um. Würde ich mal so vermuten. Ach, wir sind die Bullen schon wieder los, das ist aber schön. Ich glaube, dein Auto raucht, mein Freund. Huch, da war ja eine Mauer. Und wir qualmen ja. Huch, oh, 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 oh. Haha. Glück gehabt. Glück gehabt, dass das geht. You must be Cortez's new gun. More gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Ja, genau. Und du, du hässliche Kackbratze, hä? Hast du meinen Koks, du Arschloch? Ih, der Bart ist ja eklig. Ih, der ganze Mann ist eklig. Ih. Oh, ich habe 25 Leben, das ist ja auch super. Ich hoffe mal, das haut so hin. Die Kubaner kommen, überwache den Deal, pass auf Diaz und Lance auf. Die Karre sieht geil aus von den Kubanern. So, hocken, stehen, hocken, stehen, hocken. Okay. Ja, Diaz, ach nee, auf Lance muss ich auch aufpassen. Genau, auf die zwei, auf die ich nicht aufpassen will, muss ich jetzt aufpassen. Na toll. So, ist da alles in Ordnung soweit, oder? Ach, hallo. Töten. Töten. Ja, das ging ja einfach. Ach. Stehen. Und jetzt? Ach. Hallo. Erledigt. So. Noch jemand? Ich bin bereit. Ach, unten auf dem Radar sieht man es ja. So, haben wir die. Die Drecksau, der wollte zu mir hoch. Noch jemand? Das war's, meine Freunde. Also, für die zumindest. Ja, super. Hat der 1A geklappt und der andere wartet? Ach nee. Das stecken wir halt einstecken. Dankeschön. Super. Ich bin so begeistert. Motorradfahren gehört zu meinen liebsten Aufgaben. Da ist er schon, die Drecksau. Mann, was ist denn das für ein Boden hier? Meine Güte. Ah! Schön. Hat er ganz gut geklappt. So, sammeln wir den Scheiß mal ein. Also dieser Boden hier, das ist ja... Der ist ja sowas von schief hier. Ich bin fast aufs Maul geflogen. Hier die Ecke zum Beispiel. Oder hier. Ach. Könnte man sich nur aufregen. Schrecklich. So. Zurück zu Diaz also. Ups. Wo ist denn Lance schon wieder, die Drecksau? Ach, da oben steht er ja. Hey, Kollege. Hä? Alles fit? Hä? Alles fit? Hä? Alles fit? Ich bring dich um! Bring dich um! Arschloch! Und die Kubaner sind abgehauen ohne ihr Auto? Okay, was soll's. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Yeah. Ich befürchte es auch. Ja, Lance steht da oben. Stand da oben. Okay. Ich will jetzt nicht den Voodoo. Was quietscht der denn so? Ich will nicht den Voodoo haben. Rostige Stoßdämpfer oder was? Sondern den Hermes hier. Yeah, wenn der auch nicht cool ist. Traum. Also wo ich mich bei der anderen Karre noch aufgeregt habe, dass sie untermotorisiert ist.
klingt der doch schon viel besser. Der ist zwar genauso schwammig in der Steuerung. Huch. Aber das sieht doch einfach mal fett aus, oder? Also. Und diese Flammen, die da hinten rauskommen, die sind auch cool. Yeah. I'm the king of the road. Irgendwie habe ich überhaupt keinen Auftrag gerade. Abgesehen von dem Telefonkram. Gibt's hier irgendwas? Irgendwie? Ja, dachte ich mir doch. Hallo? I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick Cortez, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Na, da hab ich doch richtig Bock drauf, dem guten Diaz zu helfen. Nicht! Ich glaube, da mache ich doch erstmal hier den Auftrag, aber erstmal. Ich brauche irgendwoher Leben. Man hier irgendwie was einkaufen oder so, dass man Leben kriegt, sieht nicht so aus. Oh cool, Car Wash. Huch. Waschen bitte. Waschen. Nicht? Gut, dann nicht. Ich glaube, ich war auch falsch rum los. Gut, hier gibt's nichts, aber ich will mal was ausprobieren. Das war übrigens gerade Ossi gewesen. Ach, wie lustig. Huhuhu. Das ist der gute Ossi! Oder? Klingt eigentlich so. Würde ich jetzt so auf die Schnelle sagen. Ich will leben, ich will leben, gib mir Leben! Huch. Boah. Komm mal hier. Maison Vinifal! Oder so. Ist der Pole Position Club? Frage mich, was die blauen Dinger zu bedeuten haben. Kann man das auch kaufen? Zurzeit kannst du die Stripper Bar. Stripper. Oh, okay. Ist da nicht Mercedes vorhin reingegangen? Kannst du die Stripper Bar nicht kaufen? Komm später wieder. Gut, dann war die Theorie, dass Mercedes eine Schlampe ist, ja gar nicht mal so falsch, oder? Ach, da unten ist er. Ah, okay. Da ist die Radarmarkierung für das Hotel. Da können wir auch speichern und Leben einsacken. Denke ich zumindest mal. Hinein in die gute Stube. Ocean View Hotel. Da ist das Leben. Ich will mal kurz was gucken. Kann man hier hoch? Ja, man kann hier tatsächlich hoch. Gibt's hier was?